Ein Neuaufsteiger der letzten Saison, Unio Chem Mittelland trifft in der heimischen Olma Schiru-Halle auf den aktuellen Meister Alligator Mainz. Wer dachte, die Partie verläuft einseitig, weit gefehlt. Mittelland beginnt das Spiel druckvoll und spielt mit dem Meister mindestens auf Augenhöhe. 5. Minute. Der Ultran Miloš Thiel an der Bande spielt auf Solkio. Der findet Morris Thomas in der Mitte, aber dieser scheitert am glänzend reagierenden Torhüter. Weiter spielt nur Mittelland. 4 Minuten später. Schneller Gegenstoß. André Vonartz auf Simon Stettler. Stettler alleine vor dem Tor, doch erneut bleibt Hollenstein Sieger. Alligator Malanz muss nun eine Reaktion zeigen, um nicht in Rückstand zu geraten. Martin Jos, Fehlpass, Mittelland, Miloš Thiel mit dem Pass vor das Tor, allgemeine Verwirrung. Der Ball ist drin. Was war passiert? Miloš Thiel, hinter dem Tor kommend, drückt den Ball aus der Luft über die Linie zum verdienten 1:0. Das Spiel wird nun vermehrt ruppiger, Tore fallen aber keine mehr im ersten Drittel. Das zweite Drittel beginnt, wie das erste aufgehört hat. Man scheut den Körperkontakt auf beiden Seiten nicht. In der zweiten Minute geht es schnell. Freistoß. Vonartz tippt den Ball leicht an. Stettler drückt ab. 2:0. Damit hatte die Malanz-Verteidigung wohl nicht gerechnet. Nun scheinen die Malanzer erwacht zu sein. In der sechsten Minute ist es Wojtek Skalik, der das Zuspiel von Kapanen erfolgreich verwerten kann. Knapp 2 Minuten später kommt Manuel Hummer nach Zuspiel von Tromm an den Ball, dreht sich und drückt ab. Ausgleich, 2:2. Das Spiel ist wieder offen. Alles beginnt nun von vorne. Die favorisierten Alligatoren nehmen das Spiel die Tat nun in die Hand. Mittelland wird hinter dem eigenen Tor unter Druck gesetzt. Der Ball kommt vor das Tor. Florian Tromm steht goldrichtig und schiebt ein zum 2:3. Von den Ultranern ist nun nichts mehr zu sehen. Praktisch mit dem Schlusspfiff schiebt Routinier Sandro Dominioni zum 2:4. Im letzten Drittel passiert lange nichts, ehe nach 7 Minuten Patrick Fetsch sich ebenfalls in die Scoreliste einträgt. Das Zuspiel kam vom überragenden Wojtek Skalik, der seinen dritten Scorepunkt notiert. Unihockey Mittelland will sich noch nicht so einfach geschlagen geben. Nur 40 Sekunden nach dem Malanzer Tor kann Olten Simon Schettler alleine auf Hollenstein losziehen. Plötzlich steht es nur noch 3:5. Kann sich nun der Gastgeber noch einmal aufbäumen und doch noch die Wende einleiten? Die Antwort lautet nein. Wojtek Skalik zerstört 5 Minuten vor Schluss im Powerplay die letzten Ultraner Hoffnungen und nutzt das Zuspiel von Kapanen eiskalt zum Schlussstand von 3:6. Skalik seinerseits wird dank seinen 4 Scorepunkten natürlich zum Mann des Spiels gewählt. Also vom Match her, wir sind eigentlich am Anfang nicht so parat gsi. Olte hat es gut gemacht, sie sind hart, sie sind besser gsi, sie haben etwas für das Spiel machen. Und von daher, ja, wir haben etwas schwierige Sachen ausdenken und von dem her ist das für Olte gut gsi. Und nachher haben wir es einfach schnell umschalten und einfach schnelle Spiele probieren zu spielen. Und schlussendlich können wir froh sein, dass das geklappt hat, aber Respekt zu Olte, sie haben das gut gemacht und wir müssen jetzt weiter schauen. Ja. Ja, es ist sicher schade. Eben, wir führen 2:0, haben gut gespielt. Ich meine, gegen so einen Gegner ist es sicher außergewöhnlich. Dann haben wir ein bisschen den Faden verloren. Sie haben ihre Spielwaffe aufziehen. Und das ist echt schwierig gegen sie zu verteidigen. Sie sind so schnell, sie spielen so schnell. Wir haben den Faden verloren, haben sie schnell ein paar Goal gemacht. Und dann gegen sie noch einen Rückstand aufholen, ist extrem schwierig. Am Ende hat Malanz Mittelland doch noch den Meister gezeigt und darf die 3 Punkte verdientermaßen mit nach Hause nehmen. Mittelland Malanz 3:6.